Okay. Verbarrikadiertes Haus hier, Tresor mit Zeitschloss dahinter. Okay. Probieren wir es. Der Dünger muss mit. Ach, schon jemand da. Es ist schon jemand da. Wow. Der nächste kommt schon. Ich habe meine Alarmfalle selber ausgelöst. Junge, Junge. Krass. Okay, weiter geht's. Der nächste kommt schon. Wild. Einfach nur wild. Let's go, wir starten den Tresor. Die Treppe des Todes. Es ist einfach die Treppe des Todes hier. So heile ich eigentlich immer noch Lebenspunkte. Ich hab doch schon längst. Das Antibiotika heilt einfach weiter. Auch über die Anzeige hinaus. Ach, nächster kommt, der nächste kommt. Jemand knackt den anderen Tresor, okay. Wir kämpfen um diesen hier, um das Safehouse. Ich liebe diesen Kampf um das Safehouse. Ich liebe es. Es macht so einen Spaß. Und draußen hängt noch jemand rum. Wir warten ab, was passiert. Erstmal muss der Tresor aufgehen. Ich habe das
Gefühl, es hat ewig gedauert. So lange hat es noch nie gedauert. So gefühlt. So, was ja wohl klar ist, ist, dass jemand draußen irgendwo campt und warte, bis ich rauskomme. Darum geht's halt jetzt gerade. Ich höre ihn laufen. Er schleicht ums Haus. Ich hoffe, dass er noch auf die Treppe des Todes kommt. Ich hoffe, ich kann ihn irgendwie jetzt hier noch auf meiner Treppe des Todes in Empfang nehmen. Aber ich fürchte fast, dass er genau weiß, was ihn hier erwarten würde. Er spielt halt drauf, dass ich rauskomme. Er ist irgendwo da draußen, ich kann es halt nicht sehen. Exit wäre hier. Ah. Oh, whoa, 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 whoa. Ich kann niemanden sehen, leider. Kommt er ins Haus? Puh, Leute, was ist hier los? Hier ist doch immer noch jemand. The plane is coming. Prepare to fight in the airdrop. Mann, ich habe keinen Signaldetektor, das ärgert mich. Gefühl ist hier immer noch jemand. Vom Gefühl her muss ich mal ganz kurz überlegen. Ja. Ich wurde gegrüßt, glaube ich. Kann das sein? Ah, ich will diese Death Buddies looten, aber ich will die Deathbox looten, aber ich, oh Mann. Ich sehe ihn halt nicht. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition, aber es geht. Also, bald klingelt die Tomate. Nicht mehr lange. Pass auf, er ist hier irgendwo. Da. Nein!
Oh nein! Bitte öffne den Tresor und tapp in meine Bombe rein. Bitte grabbel in den Tresor. Grabbel ihn an, jawohl. Öffne ihn. Ja. Okay. Offenbar scheint die Bombe ihn nicht zu stören. Okay. Check ich nicht dann, was die Bombe gebracht hat. Ich glaube, das ist dann so eine Kombination wie beim Abwurf, oder? Links, rechts, oben, unten, unten und so weiter. Ich glaube, das ist das. Das hat er da gerade gemacht. Ah, er hat mich voll erwischt. Ja, gut. Er hatte noch eine Panzerplatte drin und ich war zu riskant, da oben rumzustehen. Ich hätte wieder in Deckung gehen müssen, nachdem ich ihn entdeckt habe. Aber ich... Er hat den richtigen Headshot getroffen halt. So ist es. 5 Kills. Hatte noch nie so viele Kills. Und man merkt... warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz gucken, bevor ich den Satz weiterspreche. Ich will kurz gucken, wer ist denn noch auf der Map? Hier rennt einer rum, im Bahnhof. Und, okay. Und er. Die zwei noch. Oh Mann. Die zwei noch. Und die... Er wäre nun absolut keine Gefahr mehr gewesen. Ich hätte nur noch ihn... Ich hätte ihn noch... Also das war sozusagen mein Endboss. Ihn hätte ich noch killen müssen und dann hätte ich freie Bahn gehabt. Dann hätte ich alles einpacken können, alle Deathboxen einpacken können und ciao. Aber es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Aber man lernt draus. Beim nächsten Mal funktioniert es. Hoffentlich. Aber der Kampf um Safehouse, auch wenn ich jetzt die Runde nicht gewonnen habe, einfach nur geil. Hat mega Spaß gemacht. So. Und jetzt wollte ich noch sagen, man merkt es tatsächlich, ich spiele die Map eine Woche lang komplett durch. Ich grinde Viktorsen Bahnhof und dann, wie auch schon letztes Mal bei Gröndheim Valley, in der zweiten Woche geht das los mit Bedrohung werden. Ja, schade, dass es jetzt nicht so ganz geklappt hat, wie ich mir das gewünscht hätte, aber ey, trotzdem, keine schlechte Runde. Trotz alledem. Oder wie seht ihr das? Schreibt mal in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Alles Gute euch. Ciao.